Der Stromverbrauch wird steigen in den nächsten Jahrzehnten, dramatisch steigen. Wenn wir Autos elektrifizieren, wenn wir voll auf Elektro gehen, dann wird der Stromverbrauch dramatisch steigen. Im Moment produzieren wir, auch das eine Zahl von Frau Messari-Becker, 250 Terawattstunden. Alles in allem. Wir brauchen aber 2500. Das ist eine Null mehr. Wo kommt die her? Mir fehlt wirklich die Fantasie, wie wir das mit ein bisschen Offshore und ein bisschen Photovoltaik in Bayern hinkriegen wollen. Können Sie es mir erklären? Es gibt erstmal, ich kenne erstmal ganz viele Zahlen, wie viel Strom wir brauchen, aber es ist ganz deutlich, und da stimme ich auch zu, dass wir mindestens das Sechsfache von dem brauchen, was wir heute an Strom haben möchten. Nee, ich weiß, aber ich frage nur auch an Sie, können Sie sich vorstellen, dass wir diesen enormen Stromverbrauch wirklich nur mit ein bisschen Photovoltaik, ich sage es jetzt ein bisschen ketzerisch, und auch ein bisschen Windkraft, das können wir doch niemals bewältigen. Also wir können sie jedenfalls nicht im eigenen Land bewältigen, wir müssen importieren. Und an der Stelle ist einerseits, wie gesagt, Import ganz wichtig und andererseits auch die Frage, wie wir sehr viel effizienter werden können. Dann kommt aber eben das Thema. Unmöglich. Vielleicht eine unbequeme Botschaft, dass die immer verknüpft wird mit einem abnehmenden Lebensstandard, ja, dass wir also uns irgendwie überall einschränken müssen. Das tönt ja so. Sondern was war das? Man lebt vielleicht anders. Man entdeckt neue Dinge. Oder wenn ich natürlich Menschen sage, die jetzt ihr Grundstück haben, es wird ein Überschwemmungsgebiet, sagt, da darfst du ja nicht mehr bauen. Natürlich gefällt das niemandem. Man muss den, oder man muss einfach die Bevölkerung mitnehmen, man muss es kommunizieren. Und wir so werden sicher auch insgesamt einfach weniger, und nach dem Motto, ja, weniger ist aber vielleicht auch mehr, und andere Dinge einfach tun müssen. Aber es ist sicher wichtig, das zu kommunizieren, dass wir so, also meine nicht weiterleben können, also mit diesem Ressourcenverbrauch, und das geht. Und Energie mobilisiert natürlich auch den Verbrauch anderer Ressourcen, keine Frage. Mayenne, wenn dann sozusagen der klimaneutrale Pfad dann beschrieben wird, das klingt so großartig, wissen Sie, es klingt so nach Wellness und Wohlfühlen, wir werden jetzt klimaneutral, alles ist ganz wunderbar, aber wer erzählt den Menschen, und das findet auch hier leider viel zu wenig statt, wer erzählt den Leuten denn, was das konkret wirklich bedeutet? Wenn, vielleicht können Sie das mal erklären, was das bedeutet, wenn der Preis für die Tonne CO2 immer weiter steigt. Das hat doch ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Nur den Teil der Wahrheit, den höre ich so gut wie nie. Der wird weggelassen. Hat vielleicht was mit einer nahen Bundestagswahl zu tun. Ich weiß es nicht. Das kostet natürlich erst einmal etwas. Die Idee ist natürlich, am Ende werde ich dann zu erneuerbaren Energien kommen. Und die sind sogar günstiger als inzwischen.